herzlich willkommen. Da bin ich, euer Matt Jackson von Android TV. Ja, Sony Event Pressekonferenz ist gerade zu Ende. Wir sind von Samsung hierher gehastet, war mittendrin. Ich halte jetzt hier schon das 8 Zoll Tablet, um genau zu sein, das Sony Xperia Z 3 Kompakt. Jetzt muss ich erstmal das alles auf die Reihe kriegen. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Bleib mal erstmal noch ein bisschen bei mir drauf, weil ich will noch ein bisschen mehr erzählen. Wenn ich dann so rumgehe, dann kannst du auf das Ding drauf gehen, ja? Okay. Wieder Zoom von oben und dann runter. Okay. Ja, grüßt euch, ich bin Sam Jackson von Android TV. Wir sind jetzt hier von Samsung hier zu Sony gehastet, mehr oder weniger. Konnten gar kein Video mehr machen von den Samsung-Produkten. Dafür wollen wir zumindest mal eines der Produkte uns hier vornehmen. Die Pressekonferenz hat leider nicht so viel hergegeben. Alle Produkte, die wir vermutet haben, sind tatsächlich noch vorgestellt worden. Zusätzlich noch das Sony E3, Xperia E3. Wir haben uns jetzt mal hier das Sony Xperia Z3 Tablet bzw. Sony Xperia Tablet Z3 X Comfort oder Kompakt oder was auch immer. Komm mal ran, Stefan, ich zeig das mal ein bisschen näher. Man kommt ja hier völlig durcheinander. Vom Prinzip ist es also das Xperia Z2 Tablet, das große, bloß das ist jetzt eben Z3 Tablet Kompakt heißt, also eine kleine Variante, ähnlich wie bei den Smartphones, wo es auch schon kleine Varianten gibt. Ich kann jetzt hier technische Daten nur raten, da wirklich bei der Pressekonferenz gar nichts gesagt wurde. Nach unseren Spekulationen gehen wir davon aus, 8 Zoll Display, klar, Full HD aufgelöst mit 1280x720. Dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit einen Snapdragon 801 Quad-Core Prozessor, der üblicherweise mit 2,5 GHz getaktet ist. Was aber durchaus interessant ist, ist, dass das Tablet wie sein großer Bruder, das Z2, extrem dünn ist. Wir wollen das Video jetzt einfach mal nutzen, dass ihr das einfach euch mal anguckt. Wir haben also jetzt hier, lasst euch schauen, ist das der Power-Button? Nein, lauter, leise. An der Stelle daneben haben wir dem Omnibalance üblich mittig gelagert den Power-Button und Standby-Button. Daneben ist ein Mikrofon und daneben die 3,5 mm Klinken-Audiobuchse. Dann gehen wir mal nach oben. Da ist erstmal weiter gar nichts. Vom Material her kann ich das gar nicht so genau bestimmen. Ist hier noch ein Stift drin? Nee, oder? Seht ihr das? Das sieht so ein bisschen... Nee, das sieht an allen Ecken so aus. Okay, jetzt wollte ich da schon was rausfummeln, wo gar nicht zu fummeln ist. Also Oberseite nichts weiter. Auf der linken Seite haben wir hier den Pin-Konnektor, damit man das dann entsprechend in eine Docking-Station reinstellen kann und aufladen kann, wenn ich es richtig sehe. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe das Gerät gerade zum ersten Mal jetzt hier gegriffen. Ich sage mal, ja, Micro-SD-Karten-Slot und ein Slot für die SIM-Karte. Also das heißt, wir werden also auch ins Internet über UMTS, HSDPA und hoffentlich auch LTE gehen können. Auf der Unterseite haben wir das USB 2.0, kein 3.0er, auch wieder hinter einer Abdeckung, höchstwahrscheinlich aus dem Grunde, weil wir einfach IP 55, IP 67, 68, 58 haben. Er hat nichts gesagt zu der Vermutung von den 2 Meter Wassertiefe, da haben wir nichts von gehört, vielleicht sind wir auch zu spät gekommen. Zumindest sind wir einmal rum und man sieht also tatsächlich, ich kann das Ding locker mit 2 Fingern halten und es ist also schon extrem dünn gehalten und auch extrem leicht. Gewicht kann ich leider auch nicht nachschieben. Wir wollen es jetzt trotzdem noch mal ein bisschen hier drin angucken. Vielleicht sehen wir ja noch ein bisschen was zu den technischen Daten. Ich hätte mal gerne hier die Einstellungen gehabt. Settings, da dürften wir weiterkommen. About Tablet. So, 444 KitKat ist drauf. Dann würden wir gerne wissen, was speichermäßig unterwegs ist. Ich vermute mal 16 GB, 2 GB RAM. Storage. 11, ja, also 12 werden es nicht sein, dann wird das schon die 16 sein. Die Micro-SD-Karte bestätigt sich hier auch.
Ja, RAM wissen wir leider erstmal nicht. Ansonsten gucken wir mal nochmal. Stefan, weißt du zufällig die Kamera, die Backkamera? Aber 8. Eine 8 Megapixel, das wäre natürlich ein bisschen schade, aber okay. Schauen wir mal nochmal schnell, was hier an Programmen drin ist. Okay, Office Suite. Alles klar, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei der Pressekonferenz sollen die Tablets, das war das Z3, glaube ich, das Smartphone, dass das also voll Wi-Fi-kompatibel zu PS4 ist. Das heißt also, wenn man mit der PS4 am TV guckt, kann man das Spiel praktisch via Wi-Fi mitnehmen zum Z3. Das wird das hier wohl nicht haben. Ich sehe es jetzt auch erstmal nicht. Gut, soll es auch auf den ersten Einblick und Eindruck erstmal gewesen sein. Wir werden noch ein Interview führen mit Sony. Da wird er uns sicherlich noch mal ein bisschen mehr über die technischen Daten sagen können von dem Gerät. Wenn ihr Fragen habt, einfach runter ins Video. Und ansonsten Comments auch gerne runter und ein Like und teilen wisst ihr ja. Ne? Also, bis demnächst, euer Matt Jackson. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google Plus oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben.